Für die Stat-Punkte sollte man erwähnen, dass es drei verschiedene Variationen gibt. Eine für eigenerstellte Skater, eine für die eine Hälfte der Profi-Skater und eine Variante für die zweite Hälfte der Profi-Skater. Wenn euch nur die Stat-Punkte der Karten interessieren, könnt ihr einfach oben in der Infokarte oder in der Videobeschreibung auf den Link klicken, um eine Compilation für alle Stat-Punkte auf allen Karten zu finden. Wenn ihr nur an den Sammelobjekten auf allen Karten interessiert seid, habe ich in der Videobeschreibung und hier im Abspann einen Link dazu für euch. Für das Collectible hier springt ihr einfach von der rechten Seite und drückt R2 für den Transfer und das müsste reichen, um euch auf die richtige Seite zu schleudern. Danke fürs Reinschauen, bis nächstes Mal, ciao!